Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich zu dem Thema schon gebabbelt habe. Also heißt es für mich, alles nochmal von vorne babbeln. Nehmen wir das Thema Fahrwerk mal in den Mund. Fahrwerk ist jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich habe nur die Spider F3S aus dem Jahre 2022. Ich kann keinen Vergleichswert machen zwischen dem Spider F3S 2021, 22, 19 und. Kann ich einfach nicht. Und ich kann auch kein RT und was auch immer, kann ich nicht vergleichen. Ich kann nur meine aus dem Jahr 2022 nehmen und kann euch berichten, wie das Fahrwerk so ist oder was ich nach diesen paar Kilometern für mich festgestellt habe. Und was ich feststellen kann, ist auf diesen auf diesen super Asphalt betonierten Straßen hat das Fahrwerk kein Problem. Ja, warum auch? Es fährt einfach fertig. Da gibt es nichts zu meckern, da tut es alles wegmachen, ne? Also alles wegdämpfen. So, wenn wir jetzt in so ein bisschen andere Gegenden fahren, ich sage immer dazu Schwarzwald-Hochstraße, beziehungsweise neben der Schwarzwald-Hochstraße gibt es so einige schöne Straßen, nenne ich es jetzt einfach mal so, die nicht so schön asphaltiert sind. Und genau dort, auch genau dort, hatte ich keine Probleme mit meiner Maschine, sondern hey, die fährt sich wirklich butterweich. Es fährt sich wirklich angenehm. Und deswegen kann ich nur sagen, dass dieses Fahrwerk, so wie es heute ist, dass es mir extrem gefällt und ich damit null Probleme habe. Ich finde es sogar wirklich angenehm. Habe ich ja schon mal im Video erwähnt. Komfort von dieser Maschine ist der Wahnsinn, ob Sport oder nicht, oder so ein bisschen Cruisen. Es ist einfach eine geile Tourenmaschine zusätzlich oder ist ausgelegt. So, das Fahrwerk buttert alles weg, super weich, super angenehm, ob Hügelpisten, Schotterpisten nehme ich jetzt nicht im Mund, weil Schotterpisten bin ich da drüber gefahren, aber mit einer Geschwindigkeit von gefühlt 10 km/h. Also auch dort passiert nichts. Ich bin sehr zufrieden, aber, jetzt kommt das Aber, das Thema ist Stabilisator. Der Stabi ist so ein bisschen Thema, was mir auffällt. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass ich heute sagen müsste, okay, wir müssen morgen einen Stabi tauschen, weil, machen wir mal, Bruder, bei der Fisch, so viel fahre ich nicht. Also so viel, oder andersrum gesagt, bis jetzt bin ich noch nicht so viel gefahren, dass das für mich ein Thema ist. Kann sein, dass es ein Thema wird, aber aktuell ist es nicht. Also, aber es ist mir aufgefallen, dass es einfach gerade Kurven crazy. Crazy, wie das einem auffällt, wenn man mal ein bisschen härter durch die Kurven durchgeht und einfach mal richtig schön mit Schmackes einfach mal Gas durch die Kurve durchlenkt und was passiert dann? Und genau dann fällt es einem auf. Ist nicht, ist jetzt keine Tragödie, aber es fällt einem auf. So. Jetzt wäre das Thema, und da bräuchte ich jetzt die Erfahrung von den Spider-Fahrern. Ich weiß, dass beim Raiker das ein großes Thema ist. Also ich habe es gemerkt, man hat den Stabi getauscht und das Ding ist wie ausgetauscht, vor allem wenn man es auf Sport stellt. Man kann es ja einstellen, ne? Sport, Cruise, Komfort, irgendwie so, Komfort war es noch. Und das wäre interessant bei dieser Maschine. Ich glaube Spider Sven, wenn mich nicht alles täuscht, hat sogar mal ein Video darüber gemacht, was das ausmacht in der Maschine. Oh, Wahnsinn, ich liebe das. Und vielleicht müsste ich mir das auch nochmal angucken, ne? Um einfach zu sagen, ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Oder, was mein Tipp ja schon mal im Video war, schon vor längerer Zeit beim Raiker, bevor ihr dieses Teil kauft, vielleicht kennt ihr jemand etwas besser, der dieses Teil schon verbaut hat, diesen Stabi, und man kann vielleicht mal mit dieser Maschine fahren. Weil man fährt ja wahrscheinlich mal zusammen, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine längere Tour. Und hat dann vielleicht die Möglichkeit zu sagen, hey, komm, ich fahre mal die nächsten 2-3 Kilometer bis zur nächsten Ortschaft, fahre immer mit deinem Bock und guck mal, ob das einen Unterschied für mich gibt. Und vielleicht genau sowas müsste ich mal selber in Erwägung ziehen. Vielleicht macht das Sinn.
Vielleicht. Aber das wollte ich euch einfach mal so ein bisschen mitteilen, weil dieses Fahrwerk ist der Wahnsinn. Es ist gegenüber dem Ryker in dieser Standardausführung so viel besser. Aber auch dazu muss gesagt sein, ich habe das 2019er Modell. Wir haben 2022, auch hier wäre es cool, wenn sich Ryker-Fahrer, die heute schon das 22er Modell haben, sagen, hey, wie ist denn eigentlich das Teil? Oder vielleicht hat auch schon jemand ein 19er Modell gefahren und hat das 22er Modell gefahren länger und kann jetzt schon sagen, hey, das hat sich komplett verändert. Das Fahrwerk ist absolut nicht mehr zu vergleichen mit dem 2019er, was ja gut wäre. Weil ich finde es extrem schade, wenn das nicht so wäre, wenn es sich nicht verändert hätte. Aber ich kann euch sagen, dieses Fahrwerk hier ist genau mein Ding. Ich liebe das. Ich könnte stundenlang damit fahren, weil es einfach so bequem ist, auf dieser Maschine zu fahren, weil es einfach alles dämpft. Ob es Hubbeln sind oder und, es dämpft wirklich alles weg. Und genau das ist mein Ding. Habe ich total vermisst beim Ryker. Das ist Wahnsinn. Das macht richtig, also das macht so viel aus beim Fahren, ein vernünftiges Fahrwerk. Und ich sag euch so, mal gucken, wie sich das KYB schlägt im Langzeittest. Und dann kann ich euch nochmal einen geilen Bericht geben. Jetzt der allererste Bericht, einen kurzen Einblick in meine Erfahrung, wie ich zu dem Thema stehe. Und ich kann euch sagen, ein paar Wochen, da können wir noch mal drüber schwätzen, weil da haben wir noch mal ein paar hunderte Kilometer drauf und vielleicht noch ein paar tausende. Und dann können wir wirklich sagen, wie ist diese Maschine? Wie fährt sich das Teil mit diesem Fahrwerk? Und genau das wollen wir ja auch, ne? Einfach einen geilen Fahrbericht von heute zu, wie hat sich's verändert in den letzten 8 Wochen, wenn man wie viele hundert Kilometer auch immer fährt, ne? An dieser Stelle würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie sind eure Berichte, wie sind eure Themen. Ich muss jetzt gerade sagen, das Licht ist schon mal richtig geil, da ein ganz anderes Thema, aber das Licht ist schon mal mega gut. Bin mal gespannt, wenn ich nachts fahre. Ich werde auf jeden Fall ein Nachtfahrvideo bringen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst mir einen Daumen da, ein Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Video mit eurem Alpaka. Ciao, ciao.